Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt und das heißt Projekt 2000. Wir spielen Train Fever. Und ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Wir stehen hier gerade am Hauptbahnhof von Super City. Und Super City ist wieder eine Stadt von vielen Städten hier in City Skylines. Vielleicht merkt einer, die Performance ist leider nicht perfekt. Das liegt daran, dass meine Grafikkarte nicht so 100% heile ist. Und ich hoffe, es geht aber trotzdem so einigermaßen. Außerdem ist Train Fever ein unheimlicher Performance-Fresser. Und wenn man dann hier noch ein bisschen versucht, das so auszuschmücken mit den Pollern und den Toiletten und so, wie ich das hier gemacht habe, und den Ampeln und die Oberleitung, die sind wohl ganz schlimm in dem Spiel. Ruckelt es leider ein bisschen. Kann ich aber leider nicht ändern. Ich versuche in den nächsten Monaten, hoffe ich, dass sich was ergibt mit einer neuen Grafikkarte. Versprechen kann ich allerdings nichts. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Projekt 2000. Und ich muss leider auch mit Fraps aufnehmen, denn Shadowplay scheint hier nicht zu funktionieren bei Train Fever. Ich dachte, ich hätte damals, nee, damals habe ich auch noch mit Fraps aufgenommen. Ich habe ja schon mal ein bisschen Train Fever aufgenommen, damals mit Fraps. Wir haben gerade gestartet, da gerade am 01.01.2000 gestartet. Und hier sehen wir schon mal die Züge, die ersten. Natürlich, die Karte besteht schon so einigermaßen. Ich habe schon einiges ausgebaut. Ich kann euch erstmal so ein bisschen rumführen auf der Karte. Ich glaube, das machen wir in dieser ersten Folge. Entschuldigung, da musste ich mich kurz räuspern. Ich habe leider noch irgendwie ein bisschen erkältet, ein bisschen Frosch im Hals. Deswegen ab und zu schalte ich mich da mal kurz stumm und muss mich mal kurz räuspern. Hier sehen wir zum Beispiel die Einfahrt in den Bahnhof von Super City. Das hier ist der Hauptbahnhof von Super City. Hier mit Schildern, mit Geschwindigkeitsschildern für die Züge und so. Hier haben wir zum Beispiel den Busbahnhof von Super City. Das sind hier mit der Busfeld. Die Busse fahren oben drauf. Straßenbahn fahren unten runter. Ich muss noch gucken, inwiefern ich, ob ich eine Liste anlege oder ob ich die unten reinschreibe, die Mods, die ich verwende. Aber ich glaube, ich werde irgendwie darauf aufmerksam machen, damit ihr zumindest wisst, welche Mods ich hier habe. Hier sehen wir auch einiges an Verkehr schon, an Straßenverkehr. Kein Wunder, wir haben das Jahr 2000. Warum habe ich jetzt das Jahr 2000 gewählt? Ich finde zwar Züge, also Dampfloks auch ziemlich cool, aber am liebsten mag ich moderne oder relativ schnelle Züge und auch moderne Züge. Und deswegen habe ich hier ab Jahr 2000 gestartet. Und hier sehen wir die Autofabrik oder die Fahrzeugfabrik von Super City, die hier gebaut ist. Die habe ich ein bisschen versucht nachzubauen. Also nicht nachzubauen, die gibt es ja noch gar nicht. Habe ich mir so ein bisschen versucht, so eine Fahrzeugfabrik nachzubauen, so rum. Und hier so eine kleine Ölraffinerie, damit das Öl hier gelagert werden kann. Dann haben wir hier, das soll eigentlich die Fahrzeugfabrik sein. Dann habe ich hier ein paar Autos hingestellt, die hier schon produziert wurden. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Autorampe, die habe ich jetzt versucht darzustellen, hier wo die Autos drauf fahren können bei den Zügen. Die fahren auch hier auf dem Gleis, fahren auch mehrere Autozüge oder beziehungsweise die Autozüge, die die Autos wegtransportieren, hier sehen wir es. Und das ist sozusagen der Hauptindustriekomplex, das ist auch, wird auch sehr gut genutzt hier. Das haben 215 Güter werden hier gerade abgefertigt und das Ganze wird natürlich noch weiter ausgebaut, denn es gibt auch hier zum Beispiel eine Strecke, die wieder abgerissen wurde, denn wir sind hier sozusagen versuchen eine neue Verkehrsgesellschaft oder wieder eine bessere Verkehrsgesellschaft hier nach Super City und in die Umgebung zu bauen, denn hier, sagen wir mal so, die letzten Jahre war hier nicht besonders, die letzte Verkehrsgesellschaft, die hier gearbeitet hat, nicht besonders erfolgreich. Wir versuchen jetzt sozusagen mit unserer Verkehrsgesellschaft hier erfolgreicher zu sein und auch wieder, wir haben zwar noch 70 Millionen, aber auch wieder schwarze Zahlen zu schreiben, denn wir sehen hier mal, viele, viele Strecken sind unrentabel von der Strecke. Hier, guckt euch das an, wie viele Strecken hier eigentlich, die einzigen Bahnstrecken, die hier vernünftig funktionieren, sind hier eigentlich die hier, ne? Wo ist er denn? Ist das hier? Nee. Eine Bahnstrecke, die hier so lang führt. Hier zum Beispiel eine Hauptstrecke, die verdient Geld. Sonst verdienen hier kaum Strecken Geld. Das ist also unsere Aufgabe, hier wieder Geld reinzubringen in die Stadt und wieder den Verkehr zu regeln. Wir gehen mal ganz kurz auf Pause, damit wir nicht zu viel Geld flöten geht. Ich zeige euch mal ganz kurz, dieser Teil der Strecke ist hier noch vorhanden, denn der ist denkmalgeschützt. Diese Strecke ist denkmalgeschützt, diese Kurve, die ist relativ berühmt hier in Super City und der Umgebung. Diese berühmte Zugkurve, kann man sagen. Guck mal, wenn ich nach Super City gucke, seht ihr ja die Frames. Also da ist echt viel gebaut und viel auch Schilder, Assets, alles hingesetzt, um das Ganze schöner zu machen. Und hier ist sozusagen eine berühmte ehemalige Güterstrecke, die mittlerweile abgerissen ist. Ganz einfach aus dem Grunde, hier haben sie eine Straße durchgebaut und da haben sie die Bahnstrecke niedergerissen. Der Tunnel steht auch noch, war auch zu teuer, den wieder einzureißen zu lassen, dazu zu buddeln. Das heißt, man müsste die Strecke hier nur wieder verbinden und hat das Ganze versucht, durch LKWs zu ersetzen.
Hier sieht man schon LKWs, die hier so lang fahren. Das funktioniert aber nur so halb perfekt, denn früher wurden die Güter von der Fahrzeugfabrik hier nach Kelmsklamm und in die Kaiserstadt geliefert. Ihr seht schon, diese Städte haben natürlich alle wieder Namen. Wie ihr in Strain Fever Städte eure eigenen Namen geben könnt, da habe ich mal ein Infovideo gemacht, damals zum Strain Fever Let's Play, also zum ersten sozusagen, nicht zum Projekt 2000, sondern mit dem Strain Fever Let's Play, was ich mal 10 Folgen lang angefangen habe. Das könnt ihr da gerne nachschauen, da habe ich ein kleines Tutorial gemacht. Werde ich hier, wenn ich dran denke, einblenden als Infofeld und da einfach mal draufklicken, dann werdet ihr sehen, so benennt man seine Städte um. Dann zeige ich euch mal die anderen Städte, würde ich sagen. Das war eigentlich so alles von Super City wichtige. Hier ist der Super City Forest noch. Da habe ich es auch ein bisschen übertrieben mit den Bäumen und Bäume sind auch ein bisschen performancefressend, wenn man zumindest so viele anlegt wie ich. Und hier auch mit dem Atomkraftwerk, was hier hinten steht, dass die Super City halt mir ein bisschen mit Strom versorgt. So, wir haben hier zum Beispiel eine Feuerwache noch, die möchte ich euch noch ganz gerne zeigen. Hier eine Feuerwache von Super City. Hier haben wir das Straßenbahndepot und den Hauptbahnhof habe ich euch ja gezeigt mit den Assets und mit den Autos hier mit dem kleinen Parkplatz. Ich hoffe, das gefällt euch. Zum Beispiel habe ich hier auch so kleine Sachen gemacht. Zum Beispiel hier sieht man es gerade nicht. Schlechtes Beispiel. Habe ich das hier nicht gebaut gehabt? Ich dachte, ich hätte es hier auch gemacht. Anscheinend nicht, sonst hätte ich es ja gesehen. Ich habe oftmals so kleine Gebiete hier angelegt. Sieht man das hier? Genau, hier ist zum Beispiel eine 30er-Zone, wie man hier sieht. Hier auf dem Ganzen ist überall mit 30er-Zone ausgeschildert. Hier sieht man es hinter Baum, da ist das 30er-Zone-Schild. Dann hier ist so eine kleinere Straße und das ist hier so ein kleines 30er-Gebiet und das sind die Hauptstraßen, die sind dann eben, können dann mit mehr Geschwindigkeit befahren werden. Wir sehen hier auch in Super City gibt es viel, viel Verkehr, auch Verkehrsprobleme hier. Hier ist nämlich die große Güterlinie, die die Kohle von da und das Erz von hier holt, führt hier ins, und zur Fahrzeugfabrik bringt, um die Fahrzeuge zu produzieren zu können. Die übrigens nicht nur Autos herstellen, hier sind ja die Autofabrik, aber hier hinten zum Beispiel ist auch ein Zug, hier werden noch Züge produziert oder gewartet und da müssen die Autos immer wieder warten, denn dieser Bahnübergang ist ziemlich viel befahren und es gibt auch sehr viele Autos, weil der Nahverkehr halt nicht so vernünftig funktioniert. Es gibt zum Beispiel keine S-Bahn-Linie in Super City, das wird einer der ersten Projekte, die ich machen werde, aber jetzt möchte ich euch, wie gesagt, in dieser Folge oder in den ersten Folgen, ich weiß nicht, wie ich das schneide, einfach mal ein bisschen rumführen. Ich werde das ganze Projekt wieder so aufnehmen, dass ich alles nacheinander aufnehme, wie ich es in letzter Zeit fast immer mache, weil ich es einfach schöner finde, im Flow drin zu sein und dann immer weiter zu spielen, anstatt immer wieder abzumoderieren. Das kann also sein, dass ich mal so 3-4, ich würde nicht so viel sein, weil ich ja mit Fraps aufnehmen muss, da habe ich nicht so viel Platz. 3-4 Folgen hintereinander werde ich so versuchen, mal aufzunehmen. Kann aber auch sein, wenn ich viel Platz habe, dass ich mal 10 Folgen aufnehme. Das werdet ihr dann sehen. Ich sage ja meistens am Ende der Aufnahme eigentlich mal so, jetzt beende ich die Aufnahme. So, wir haben hier die nächste Stadt, große Stadt, das ist King's Landing, bekannt aus Game of Thrones, die Hauptstadt von Westeros. Und wir haben hier unser King's Landing mit einem kleinen Bahnhof, mit den zweiten Gleisen, denn hier werden beide, der Hauptbahnhof liegt ein bisschen höher, deswegen fährt auf beiden Seiten mehrere Gleise hier durch. Hier haben wir auch ein kleines Verkehrsproblem, denn der ganze Verkehr läuft über diese Straße, das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das lösen kann. Und King's Landing hat auch ein Schloss, ich glaube in Game of Thrones heißt das Schloss, heißt das die Rote Festung oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier auch ein bisschen was angelegt, ein bisschen was gebaut. Das sind alles so einzelne Assets. Man sieht, das ist hier nicht so ganz so schön, aber das ist gar nicht so leicht, das so gerade hinzustellen. Das sind halt alles immer so einzelne Dinger, die ich so aneinander gereiht habe, so schön es geht, so gut es geht. Und hier versucht habe, einen kleinen Park zu bauen und so einen kleinen, hier das Schloss ein bisschen zu ergänzen. Das hier ist das Schloss von King's Landing und da oben haben wir schon was gesehen, was ich euch im nächsten zeigen möchte. Die Burg über King's Landing, beziehungsweise über King's Landing und hier sind wir gleich die nächsten Städte. Da werde ich euch aber sagen gleich noch, warum ich die so benannt habe und woher. Das meiste kommt also aus Computerspielen und das meiste kommt auch aus Spielen, die ich entweder auf meinem Kanal oder auf anderen Kanälen gerade Let's Player oder, ja, genau, die ist gerade Let's Player oder halt Game of Thrones, was ich gerne gucke oder wo ich auch ein Format zu mache mit meinem Bruder. Deswegen meistens ist das so, dass ich so alles, was auf dem Kanal so stattfindet, habe ich jeweils so eine Stadt gekriegt. Hier haben wir zum Beispiel die Burg mit einem kleinen Parkplatz, mit einem kleinen Toilettenhäuschen, falls die Besucher mal müssen. Und hier stehen auch schon einige Besucher. Ich mag die Straße davor ganz gerne. Hier ist die mit den Haarnadeln hier. Hier sieht man auch, die ist auch ausgeschildert. Das heißt, hier sind auch Schilder gestellt, von wegen Verkehrs, weil hier sollte man nicht so schnell hochrasen. Ich glaube, hier oben ist 30 bis hier vorne irgendwo. Hier müsste irgendwo ein 30er-Schild stehen, genau. Hier ist 30 und hier hinten ist wieder 50.
Und hier runter und irgendwo hier vorne müsste 70 sein. Wenn ich mich nicht irre. Irgendwo müsste hier ein 70er-Schild stehen. Ich schau mal eben. Da vorne. Da ist das 70er-Schild. Ab hier darf man wieder 70 fahren. Hier ist die Straße ja auch ein bisschen gerader. Trotzdem eng, aber auch ein bisschen gerader. Hier vorne ist dann wieder 50. Denn hier hoch ist es schon gefährlich. Mit einem kleinen Wald davor natürlich auch. Sieht ganz nett aus, finde ich so. Mit der kleinen Burg hier oben. Was haben wir noch? Das Seecafé hier vorne. Das ist auch noch nicht ganz fertig. Denn ich möchte hier, das ist auch eine der ersten Sachen, die ich noch schon mal erzählen kann, hier später eine Bahnstation haben. Dass zumindest die S-Bahn, die später angelegt wird, die S-Bahn-Linie, hier hält. Hier sehen wir das Seecafé, das hier direkt am See liegt. Ist ja auch ein Seecafé. Deswegen, sonst würde es ja nicht Seecafé heißen. Und hier eine kleine Wendeschleife für die Busse, wenn die hier ankommen. Hier ist aber noch keine Buslinie eingerichtet. Wie gesagt, wir haben noch viel zu tun. Ich habe mir extra ein paar Aufgaben gesetzt, die wir noch zu tun haben. Und dann zeige ich euch hier auch gleich mal das Krankenhaus. Das ist, glaube ich, original die Herz-Jesu-Klinik in Fulda. Das ist das Gebäude. Jetzt ist es das Krankenhaus hier von Super City natürlich. Und hier haben wir den Friedhof von Super City. Das sind die beiden Gebäude. Hier auch direkt schon mit Oberleitung. Und dass hier später auch mal eine Tram langfahren kann. So, was haben wir hier? Hier ist die hier habe ich schon gezeigt, die Kohle- und Erzmine. Dann zeige ich euch weiterhin. Wie gesagt, in den ersten Folgen zeige ich euch erstmal nur und danach bauen wir an zu bauen. Erotin. Erotin ist die Hauptstadt aus Nerim, auch ein Projekt, was ich gerade mache. Da habe ich hier, die Stadt heißt Erotin, eben die Hauptstadt. Was haben wir hier? Century Hills, Fallout 4. Auch ein Projekt, was ich gerade mache. Minas Tirith, ich mache zwar im Moment, doch, ich mache ein Herr-der-Ringe-Projekt. Herr-der-Ringe-Krieg im Norden. Aber das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass ich halt ein riesen Herr-der-Ringe-Fan bin. Deswegen habe ich, glaube ich, zwei Städte. Einmal Minas Tirith und einmal Helm's Klamm hier benannt. Dann habe ich hier King's Landing. Dann habe ich hier Weißlauf, ne? Weißlauf aus Skyrim. Mache ich auch nicht als Projekt, aber ist halt so Computerspiele-Sache, die ich hier gerade drin habe. Aber Skyrim kann durchaus vorkommen, dass das auch dieses Mal kommt. Zumindest nicht Skyrim, aber sowas hat was mit Skyrim zu tun, was ich da in nächster Zeit vorhabe. Will ich jetzt aber nichts zu sagen. Hier auf jeden Fall Weißlauf. Dann haben wir hier Weißwasser. Das ist eine Anspielung zu einem Train Fever YouTuber, den ich sehr gerne und sehr, ja, sehr lange, wie kann man sagen, ein Jahr lang, ich glaube, so ist ein Jahr oder, ein halbes Jahr, glaube ich, oder? Ein halbes Jahr, denke ich, ja, schon verfolge. Und zwar ist das der Heisenberg zockt, ein sehr, sehr guter Let's Player, meiner Meinung nach, der auch berühmt wurde durch seinen Train Fever und sehr viel Train Fever macht. Deswegen habe ich hier im Weißwasser, das ist sozusagen aus der ersten Staffel seines Train Fever Let's Plays, die wichtigste Stadt gewesen. Deswegen habe ich ihm diese Stadt hier gewidmet. Hier, wir haben hier auch ein Weißwasser. Und weil ich hier keinen Namen einfiel und was hier, weil das hier alles das Weißgebiet sein wollte, habe ich aus Gag diese Stadt einfach Weiß ich nicht genannt. Das ist also das Weißgebiet mit Weißwasser, Weißlauf und Weiß ich nicht. Obwohl Weißwasser und Weißlauf werden anders geschrieben, aber Weißlauf wird halt so geschrieben in Skyrim und Weißwasser aus von Heisenberg zockt, wurde so geschrieben. So, was haben wir hier noch für Städte? Das ist Kohlenberg. Kohlenberg, bekannt aus ehemalig, Entschuldigung, SimCity Let's Play, Super City Kohlenberg, das gehört eigentlich zueinander, das hatte ich da mal gebaut und da hier so viel Kohle ist, habe ich gedacht, hier haben wir mehrere Kohlebergwerke und habe ich gesagt, dann könnten wir das Ganze hier auch Kohlenberg nennen. So, was haben wir hier, was habe ich noch vergessen? Hannover. Hannover einfach deswegen, weil ich aus der Nähe von Hannover komme, Hannover 96 Fan bin, deswegen habe ich mir gedacht, baue ich hier auch Hannover ein als Stadt. Und das hier ist also unser Hannover. Was haben wir noch? Ach hier, genau, Obersuppertal. Das liegt einfach, das ist einfach so eine Stadt, wo ich mir gedacht habe, hier, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Tal. Und das ist hier der Fluss, die Super. Deswegen, also Super City liegt, heißt Super City, weil es an der Super liegt. Dieser Fluss ist also die Super hier. Und das hier ist hier die Obersuper. Deswegen auch Obersuppertal. Und das hier ist sozusagen so ein kleines Städtchen. Ich finde, das ist ganz cool. So ein bisschen Skigebiet. Vielleicht machen wir einen Schneebot rein. Würde hier so passen, ne? In diesen Bergen. So ein kleines Skigebiet. Wäre hier, glaube ich, ganz gut. Was haben wir hier? Die Kaiserstadt. Kaiserstadt Oblivion. Auch wieder aus Spielen. Oblivion mache ich kein Projekt zu. Aber Oblivion hat hier auch seinen Platz bekommen. Mit der Kaiserstadt. Dann kommt es hier oben weiter. Vanguard. Vanguard ist Gothic 3. Gothic 3, die Hauptstadt. Und, ja, die hat hier auch ihren Platz bekommen. Gothic 3 mache ich gerade auf dem Channel von Flavius Titus. Flavius Titus, Meisterns of Gaming. Da dürfte ich auch ein Projekt machen. Und das ist Gothic 3, deswegen steht hier Vanguard. Und die last but not least, Heiligquell. Heiligquell ist die Hauptstadt meiner Minecraft-Welt. Das ist die Hauptstadt meiner Minecraft-Welt. Die
heißt Athorn und da teile ich Quelle. Habe ich auch früher Let's Show schon mal vorgemacht. Soll noch einiges kommen. Die ist nämlich weitergebaut worden, die Minecraft-Welt. Und deswegen hier haben wir hier auch Heilig Grail vertreten in dem Projekt 2000, dem meinem Train Fever Projekt und Let's Play, kann man sagen. Ja, wir können uns schon mal ein bisschen die Züge angucken, was hier so rumfährt. Ich muss mal gucken, auf die Zeit achten. Ja, das passt aber doch. Wir haben noch ein bisschen Zeit, denn ich habe mir mal mit Fraps auf und habe nicht so viel Platz auf der Platte, deswegen wahrscheinlich so 30 Minuten kann ich für die erste Aufnahme rechnen. Mehr geht nicht, danach muss ich erstmal wieder ein bisschen schneiden, aber ich habe noch einige Folgen hier rumliegen, deswegen passt das. Hier ist eine 143er, müsste das sein, hier eine Lok 143er mit Dostos hinten dran auf der Deutschen Bahn, die fährt hier hauptsächlich auf der Linie. Ich versuche auch ich werde das nicht so ein bisschen wie zum Beispiel Heisenberg machen, dass ich immer ganz viele verschiedene Züge nehme, sondern ich werde oftmals auch ähnliche Züge nehmen und das so ein ganz bisschen, sage nicht, dass es super realistisch ist, aber versuche ein bisschen realistischer zu haben. Ähnliche Züge auf gleichen Strecken ist ja auch oftmals so, dass dann da immer die gleichen Züge fahren. Kommt doch an, welche Gesellschaft auf die Strecke gerade hat. Und deswegen fährt hier zum Beispiel die Deutsche Bahn. Später kriegen wir noch einige Privatbahnen, aber das kommt noch. Da zum Beispiel mit dem Metronom und anderen Zügen. Und dann werden wir auch noch ein paar andere Züge rumfahren lassen. So, also das waren hier die 143er mit Dostos, die hier rumfährt. Und ich hoffe, ich rede nicht zu schnell, aber ich bin jetzt gerade so im Redefluss. Das ist eigentlich ganz cool. Was haben wir denn noch an Strecken hier oder an Zügen, die hier rumfahren? Ich will schon mal ein bisschen was zeigen. Hier haben wir zum Beispiel eine V200, müsste das sein. Eine V200 Diesel-Lok mit Kohle- und Erzwaggons hinten dran. Die auch ordentlich brauchen für das ganze Sache. Was haben wir hier? Eine Ludmilla. Eine Ludmilla, ich glaube, das ist in der Deutschen Reichsbahn-Lackierung. Die Deutsche Reichsbahn übrigens für alle dieses Wunder, das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie vor Deutschland gewesen ist. Die die Bahngesellschaft der DDR hieß Deutsche Reichsbahn. Deswegen gibt es auch hier noch Deutsche Reichsbahn-Loks und sozusagen eigentlich eine DDR-Lok. Was haben wir denn hier? Auch eine V200 mit Silberlingen in DB Regio-Lackierung hinten dran. Und was fährt denn hier noch? Hier fährt die einmal verkehrt rum, also einmal andersrum mit dem Steuerwagen vorne. Und ich glaube, ein TE fährt hier noch. Ein TE Intercity. Der, wenn ich jetzt gerade mal sehe, dann zeige ich den euch auf. Was haben wir hier? Ist das der Interregio? Ja, der Interregio-Zug hier, der Interregio mit einer 103 vorne dran. Ich wollte die 103 unbedingt nochmal auf meiner Anlage haben, weil ich die 103 echt für eine schöne Lok halte. Wie gesagt, ich kenne mich ein bisschen mit Zügen aus, ich bin aber allerdings kein Eisenbahnexperte. Also falls ich Quatsch erzähle von den Loks und so, schreibt es mir in die Kommentare. Also da habe ich auch gar nichts dagegen, schreibt es einfach rein. Ich werde mich noch oft genug irren, denke ich mal. So ein bisschen Ahnung habe ich, aber nur so ein bisschen Laien-Ahnung, weil ich mich in letzter Zeit ein bisschen öfter für Züge interessiere, kommt da schon vor. Hier zum Beispiel weiß ich nicht, wie der Zug heißt. Das ist einfach so eine kleine Regionalbahn, die hier rumfährt, die von Hannover aus fährt. Dann wollten wir uns den Interregio mal angucken. Für alle, die Interregio nicht mehr kennen, die gibt es mittlerweile nicht mehr Interregio-Züge. Die gab es früher mal von der Deutschen Bahn. Die hatten den Zweck, nicht Städte zu verbinden wie der Intercity, sondern Regionen, mehr oder weniger. Das war der Unterschied zwischen Intercity und Interregio. Und der Interregio hier mit der 103er vorne dran fährt jetzt hier lang. Die gibt es, glaube ich, seit Anfang der 2000er nicht mehr. Ich glaube, 2003 oder 2006 oder sowas. Puh, der letzte Interregio. Und seitdem gibt es nur noch Intercities. Ganz einfach aus dem Grunde auch, weil Intercity-Karten teurer sind als vom Interregio. Deswegen hätte die Bahn das bestimmt, wird auch mit bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben, dass man da einfach ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier, das finde ich ganz cool, eigentlich habe ich vorhin schon mal gezeigt, hier mit dem Stellwerk, die Einfahrt in den Bahnhof von Super City. Wir haben hier noch eine kleine Kirche, die hier steht. Ich hoffe, die haben ja kein Haus reingesetzt. Manchmal sind sie so schlau und bauen hier ein Haus rein. Das sieht aber ganz gut aus. Ein bisschen steht jetzt der Zaun hier so komisch runter. Aber wenn man nicht genau hinguckt, sieht man es gar nicht so, finde ich. Und haben die hier ein Haus reingesetzt? Tatsächlich, die haben hier eine Straße reingesetzt. Ja, da muss ich nochmal ran. Das sieht natürlich so komisch aus gerade. Werde ich nochmal überarbeiten, weil diese Kirche ist ein... wie heißt das? Ist kein Asset, sondern ist ein... Oder ist ein... Nee, das ist also kein... Das ist ein Asset und kein... Also die man einfach so überall platzieren kann. Und kein, Depot, wo zum Beispiel nichts reingebaut werden können. Deswegen bauen die da manchmal Sachen rein. Müssen wir noch achten und dann eventuell wieder wegreißen. Besonders schön an der Sache finde ich ja auch in Super City, diese Einfahrt hier in den Bahnhof ist ganz gut gelungen. Und hier sehen wir wieder Ruckeli-Ruck, hier dieses Spiel an manchen Stellen, wenn ich zu viel Bäume und Assets gebaut habe, dann fängt das hier ein bisschen an rumzuruckeln. Das Weißwasser-Syndrom, Weißwasser, deswegen war auch damals die Hauptstadt, nannte das der Heisenberg, zockt mal, das kommt hier auch vor. Da sehen wir den TE
TE, der gerade durchfährt. Der TE Intercity rollt hier gerade. Den gibt es, glaube ich, auch seit den. Den gab es in den 70ern mal, ne? Der war in europäischer Zug. Der TE Diesellok gibt es, glaube ich, auch seit den 80ern, 90ern auch nicht mehr. Keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst, seit wann es den TE nicht mehr gibt. Und wir gucken uns ein bisschen was an, gucken und sind jetzt eigentlich fast durch mit dem Angucken, ne? Also eigentlich hatte ich jetzt eigentlich alles, was ich bisher gebaut habe, gezeigt. Ja, ich glaube, wir sind soweit fertig mit dem Gezeigten. Dann könnte ich ja eine Folge raus machen, so am Anfang erstmal so die Anlage ein bisschen zeigen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendeine Bahn, die noch interessant ist für euch vielleicht? Nee, ich glaube, ich habe alles. Dann würde ich erstmal sagen, das war's von der ersten Folge Projekt 2000. Die Vorstellung der Anlage kann man mehr oder weniger sagen. Das ist unsere Anlage, auf der wir dann spielen. Und dann sehen wir uns in der zweiten Folge wieder. Macht's gut, dann wird losgebaut. Und ich denke, wir bauen als erstes vielleicht eine kleine S-Bahn in Super City. Oder ich schau mal, oder wir bauen die. Ich guck einfach mal, was wir bauen. Ich will jetzt noch nichts versprechen. Wir werden dann sehen, was wir hier bauen können. Ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich dachte einfach, moderne Züge sind ganz nett. Deswegen arbeiten wir hier jetzt mit modernen Zügen. Wie gesagt, macht's gut. Die Städte sind ja. Und noch ein Vorteil davon, dass wir jetzt so spät. Ich habe natürlich, was ich noch erwähnen wollte, was ich jetzt fast vergessen hätte, ich habe von 1850 hier hoch schon gespielt. Das heißt, damit die Städte ein bisschen wachsen, habe die schon ein bisschen verbunden, habe dann ein bisschen was verändert, damit die ganzen Linien sich auch nicht mehr so lohnen, damit wir ein bisschen was zu tun haben. So ein paar kleine Aufgaben uns gestellt, die wir hier zu erledigen haben, damit dieses ganze Ding wieder läuft. Wir haben auch noch 60 Millionen, deswegen gehe ich jetzt mal auf Pause. Das wird aber reichen erst für die ersten Schritte, denke ich mal, dass wir zumindest gucken können, welche Linien, das könnten wir eigentlich in der nächsten Folge machen, erstmal gucken, welche Linien wir brauchen, welche sind unnütz, welche regenerieren ist was anderes. Welche lohnen sich? So ist, glaube ich, ein anderer Begriff, das passt besser. Welche Linie lohnt sich? Das werden wir dann mal gucken. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. The dead.